Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. In der vorigen Lektion haben wir ja Werte in eine Datei geschrieben und diese Werte wollen wir jetzt wieder auslesen in unserer 54. Lektion. Dazu habe ich ein einfaches Skript erstellt. Hier habe ich den Dateipfad festgelegt zu meiner Datei. Hier siehst du noch, was ich in die Datei geschrieben habe. Und da wird einmal nachgefragt mit einer IFAB-Frage und dann der Function File Exists, der Dateipfad, also genau dieser Dateipfad, ob es überhaupt existiert. Und wenn das nicht der Fall ist, müsste ausgeben, keine Datei vorhanden. Ja, aber wenn sie existiert, wie es bei uns ist, in dem Fall ist, wird die Datei wieder geöffnet. In dem Fall wird nicht wie in der vorigen Lektion WR, AW Plus eingegeben, sondern R für Read, also wird nur gelesen. Und hier wird dann mit einer While-Schleife wird dann sichergestellt, dass Zeile für Zeile hier das Ganze dann eingelesen wird. Hier wird das Ganze dann so behandelt, dass du irgendwelche Sonderzeichen dann irgendwie in HTML-Code dann herausgenommen werden. Hier wird wieder der Zeilenumbrüche wieder, wird für Zeilenumbrüche gesorgt. Und jede Zeile, die eingelesen wird, also zuerst jawohl, dies ist und so, wird dann zur Variable Gesamttext dann angehängt. Und weil es immer wieder passiert, immer wiederum Gesamttext plus Zeile wird dann wieder dem zugewiesen. Das heißt, zum Schluss landen all die Zeilen dann in der Variable gesamter Text. Und in der Zeile 19 wird dann nochmal dann der Dateipfad ausgegeben, wo das eben dann gespeichert ist. Und es wird dann der gesamte Text dann am Bildschirm dementsprechend dann ausgegeben. Also hier kommt der Text aus der Datei. Hier heißt der meine Dateitext. Und dann wird auch tatsächlich dann der gesamte Text dann hier ausgegeben, wie er in der Datei war. Dieser Zeilenumbruch, da steht ja kein BR drin, wird eben dann sichergestellt durch diese Methode. Ja, jetzt haben wir den Text dann dementsprechend dann wieder ausgelesen. Ja, versuche jetzt hier diese Aufgabenstellung hier unten zu lösen, damit du dann auch letztlich nicht nur das in eine Datei schreiben, sondern auch aus einer Datei herauslesen gut beherrscht. Danke für das Zuhören und Zuschauen.